Bauer sucht wieder Frau und mit der neuen Staffel auch gleich zweimal pro Woche. Fufis ist das Film und Fernsehen in Serie von FilmTV, präsentiert von unserem Sponsor NewsADU, die neue News-App auf eurem Handy mit Nachrichten ganz nach eurem Geschmack. Probiert's einfach mal aus. Es geht wieder los und ihr dürft euch auf die 17. Staffel von Bauer sucht Frau freuen, moderiert wie immer von Inka Bause. Hallo Inka. Hallo. Was erwartet die Zuschauer in der neuen Staffel? Erzähl mal. Oh, die 17. Staffel schon, das ist ja schon mal der Schock schlechthin. Es erwartet uns endlich wieder ein Scheunenfest, was wir so vermisst haben. Wir haben so gefeiert, ich habe ganz viel Spanferkel wieder gegessen und wir haben es einfach genossen, weil die Bauern und ich ja natürlich bis zur letzten Minute Angst hatten, dürfen wir feiern, dürfen wir nicht feiern. Wir durften es und das ist ja dann alles auch in der aktuellen Staffel dann zu sehen. Also alle haben sich gefreut. Es gab so viele Bauern wie noch nie beim Scheunenfest, so viele Frauen wie noch nie beim Scheunenfest. Es ist das Scheunenfest der Superlative, wie ja langsam die ganze Sendung Bauer sucht Frau sich zu einem Superlativ hocharbeitet. 17 Jahre, über 30 Bauernhochzeiten, über 30 Kinder. Es ist unfassbar. Das stimmt. Jetzt hast du ja gerade schon gesagt, ihr habt unter Corona-Bedingungen gedreht. Die normalen Umstände hast du vermisst wahrscheinlich. Ja, natürlich. Also im letzten Jahr hätte man einfach eigentlich ein Drehteam nochmal mitschicken müssen, die das gedreht hat, wie wir gedreht haben. Das war also nicht eine Katastrophe. Wir wissen, dass was anderes eine Katastrophe ist und nicht mal Deutschland mal in Corona-Zeit. Es gibt Schlimmeres. Aber trotzdem hat es ja uns alle aus unserem geplanten Wohlstandsleben rausgerissen. Und es war einfach dieses, was ist morgen? Können wir morgen? Können wir nicht morgen? Niemand hatte Klarheit. Da kann man auch niemandem einen Vorwurf machen. Und mittlerweile, um es kurz zu machen, sind halt auch viele geimpft. Man kennt sich mit der Testerei aus. Also es sind einfach so viele Normalitäten, Selbstverständlichkeiten. Die Leute, die umarmen sich schon gar nicht mehr. Ob das nur gut ist oder schlecht ist, ich bin ehrlich gesagt ganz froh, dass ich manche Leute nicht mehr sofort umarmen muss und die mir auch nicht sofort ein feuchtes Küsschen auf die Wange geben. Also es hat alles sein Gutes und ich bin ja bekannt dafür, dass ich in allem auch immer das Gute sehe. Auch in deinen Bauern. Es sind ja wieder viele neue Bauern dabei. Verrate uns doch mal bitte, hast du einen Lieblingsbauern, jetzt ehrlich? Es sind immer ganz viele Lieblingsbauern dabei. Über die nicht meine Lieblingsbauern sind, die auch ganz wenige sind, über die rede ich nicht. Aber ich muss ehrlich sagen, also ich meine, wir haben auch eine Lara dabei dieses Jahr, wir haben eine Frau dabei. Und da freue ich mich wahnsinnig. Die hat sich wacker geschlagen. Also stehe mal gefühlte 2 Stunden während der Frauenübergabe dazwischen diesem ganzen Pult Bauern alleine als junge Frau. Das ist schon hart. Ja, aber wir haben einfach einen wunderbaren Cast wieder. Ich weiß nicht, wo die alle herkommen. Die bewerben sich immer mehr. Es werden immer mehr jedes Jahr. Wir haben immer mehr jüngere, attraktive, also attraktiv, definiere attraktiv. Ich bin so ein Mensch, wenn ich jemanden nett finde, finde ich ihn automatisch attraktiv. Also haben wir nur attraktive Bauern dieses Jahr. Und die Frauen werden auch immer hübscher. Ich muss wirklich vorher, immer wochenlang vorher mit meiner Kostümbildnerin, mit meiner Stylistin, wie es heute heißt, reden und sagen, was soll ich denn noch anziehen? Die Mädels sehen alle so rattenscharf aus und haben so tolle Dirndl an. Wie kann ich das, also toppen will ich es ja nicht. Jetzt geht es eigentlich gar nicht mehr darum zu toppen. Jetzt geht es für mich mit 52 einfach nur noch darum, überhaupt noch wahrgenommen zu werden. Und da hat sie aber immer noch ganz gute Ideen. Jetzt machst du aber Fishing for Compliments. Aber nochmal Butter bei die Fische. Du klingst ein bisschen so, als wärst du ja fast in deine Bauern allesamt verliebt. Ja, verliebt nicht, aber ganz im Ernst, mal guck mal, der Björn, wenn ihr den Björn kennenlernt, ne? Also habt ihr ja schon in der Vorstellungssendung, zum Beispiel der Björn hat natürlich mein Herz sofort erobert, aber da kommen jetzt mittlerweile schon mütterliche Gefühle durch, weil der macht auch Musik, der ist attraktiv, der ist groß, der hat vor allem Herz, der ist nicht eitel, obwohl er so attraktiv ist, ja, und hat eben ein Herz für die Musik. Und da ich natürlich auch ein Herz für die Musik habe, haben wir natürlich da echt gut funktioniert miteinander, das hat wahnsinnig Spaß gemacht und so gibt es immer wieder Schnittmengen, will ich nicht sagen, ich kann das Wort überhaupt nicht leiden, aber so gibt es immer wieder Berührungspunkte mit den Bauern, was wir gemeinsam haben. Mal ist es ein toller Hund, den die haben, ich habe auch einen Hund, dann essen sie gerne, ich esse auch gerne, dann machen sie Musik wie ich. Das ist schon, ich bin privilegiert, ich habe großes Glück, einfach diese Sendung zu machen und ja nicht nur Bauer sucht Frau, jetzt mittlerweile auch Bauer sucht Frau international. Also ich renne mittlerweile das ganze Jahr
um die Häuser, um Bauern zu vermitteln. Das finde ich toll. Das macht mir mega Spaß. Viel Spaß und ganz viel Herz in 10 neuen Folgen Bauer sucht Frau, Staffel 17 übrigens schon, das kann man ja wirklich kaum fassen. Inka Bause moderiert das Ganze wieder und ihr habt jetzt in der neuen Staffel jeweils 2 Folgen pro Woche, eine Montag und eine Dienstag, jeweils 20.15 Uhr bei RTL. Und wenn ihr das nicht schafft, dann schaut einfach nach bei TV Now.